Herzlich willkommen, Freunde der Kältetechnik. Mein lieber Cutter, Freund und Kameramann Doku hat mich dazu genötigt, ein Skriptum zu verwenden. Ich finde den Ansatz, den Doku mir vorschreibt, wunderbar. Deswegen möchte ich euch nun verkünden, dass wir ab sofort neue Wege gehen. Abschließend möchte ich noch anmerken, echt jetzt Doku, ist das echt dein Ernst? Fix nicht. Willkommen bei UCC 2.0 YouTube Project. Wir haben eingesehen, dass es so tatsächlich nicht mehr weitergehen kann mit unserem Kanal und haben deswegen einiges und wirklich einiges umgestellt. Und alles, was euch erwarten wird, werde ich euch jetzt natürlich erklären. Euch erwartet 2 Videos pro Woche. 2 Videos pro Woche, wo wir euch einen vollen Input über Kältetechnik geben werden. Und überhaupt, habt ihr unseren Greenscreen schon gesehen? Der uns mehr Möglichkeiten gibt, euch etwas zu zeigen. Anfangen wird das Ganze natürlich nächste Woche auf unserem Kanal in Farbe und Bunt. Wir haben natürlich einige Thematiken schon abgedeckt auf unserem Kanal, aber sind selber drauf gekommen, dass die Qualität und auch der Informationsfluss natürlich sehr, sehr mangelhaft ist. Und deswegen werden wir uns in allererster Instanz darum kümmern, das aufzuarbeiten und hier neues Material, neue Thematiken auch noch zusätzlich mit einbringen zu können. Wir würden uns sehr über ein Like und ein Abo freuen. Es würde uns absolut viel helfen, um dieses neue Projekt YouTube UCCT 2.0 weiter voranzubringen. Und natürlich schaut doch auf Twitch vorbei, wo ich 2-mal die Woche live streame, wo ihr natürlich mitleben könnt, was ich so draußen tue und was ich mache und wo wir um viele Thematiken auch über unsere YouTube-Videos philosophieren, reagieren und darüber sprechen können. Das gesamte Projekt liegt mir absolut am Herzen. Ich habe dieses Projekt für meine Schüler vor Jahren gegründet und es hat sich natürlich in eine gewisse Richtung entwickelt, wo wir sagen müssen, okay, wir müssen jetzt Professionalität reinbringen, weil es soll für euch auch ein Lehreffekt sein. Und mir bringt es nichts, wenn es euch nichts bringt. Und deshalb freue ich mich absolut auf unseren Greenscreen. Bin richtig gespannt darauf, was uns alles erwarten wird. Und übrigens, PS, Doku hat mich dazu gezwungen. Und er hat seine Frau vorgeschickt. Das stimmt.